Hier muss ich gar nicht fighten. 3 von 5, okay. Ich frage mich. Wo ist der letzte? Okay, den haben wir. Dann haben wir da oben 2. Ich denke mal nicht, dass sonst noch irgendwas hier angreift. Den haben wir. Okay, wo könnte denn der letzte sein? Augen auf vom Schalterkauf. Okay, warte mal. Der ist aktiviert. 1, 2, 3. Oh. Okay. Anscheinend haben wir doch nicht alle Gegner besiegt. Naja. Aber wenn ich die besiegt habe, guck ich nochmal. Warum tut mich mein Gefühl, dass da unten bei dem Gitter der letzte Schalter ist? Aber ich kann ja nicht irgendwie gegen unendliche Wellen von Gegnern antreten. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Okay, jetzt sollten wir mal... nee. Na. Jetzt sollen wir uns mal heilen. Ist noch wieder soweit. Ich hoffe, dass wenn ich jetzt hier einen Kampf vorbei habe, dass ich dann vielleicht einen Level-Up noch kriegen würde. Das wäre fantastisch. Und dass meine Charaktere auch mal treffen, das wäre formidabel. Okay, Longs sollten wir gleich mal heilen, bevor er den Löffel abgibt. Naja, zwei dieser Einheiten hier müssen wir noch vermöbeln, dann haben wir es geschafft. Ich hoffe mal, das klappt auch so, wie ich mir das vorstelle. Nee. Es wäre halt schön gewesen, wenn jeder trifft, weil dann wäre das Ding halt auch schon relativ schnell kaputt, aber... Man kann nicht alles haben. Ein Schlag geht immer so ein bisschen daneben. Okay. Also. Hier oben waren 2. Ne? Ich weiß, das ist ein bisschen doof, was ich hier tue, aber ich will mich nochmal vergewissern. 1, 2, 3. Vier. Okay. Speichern geht nicht. Okay, 4 Schalter. Das heißt, einer fehlt noch. Wenn es das mit diesem komischen Rätsel hier ist... Blach. Dies Nord. Vorsicht, Gefahrenbereich. Betreten des Bereichs hinter dem Gitter verboten. Ich vermute halt echt stark, dass dieser Schalter da ist. Was ist denn hier? Nichts. Hallo, Professor Giro. Wie geht es Ihnen? Wie geht es euch heute? Okay, der hält uns zu dem Professor. Ich weiß es halt, wie gesagt, nicht, ob das hier ein unendlicher Spawn von Gegnern ist oder halt nicht. Aber eigentlich war es ja so gewesen, wenn ich einmal die Gegner besiegt habe, ist gut, aber da kommen ja immer wieder welche. Folgt meinen Hinweisen.
Jetzt aktiviert die Konsole oben rechts. Na gut, dann tun wir das mal. Unten links. Oben rechts. Unten rechts. Unten links. Jetzt aktiviert die Konsole oben links. Okay. Oben rechts. Unten rechts. Oben links. Ich folge meinen Hinweisen mal nicht. So, ich mach das. Ah, warum will auch niemand auf mich hören? Achso, okay, das war also der Trick des Ganzen. Der Trick war nicht, auf ihn zu hören. Okay, alles klar. Und dann drehen wir mal das. Ja. Geld. Da ist auch der letzte Schalter. Vorrang. Ein rotes Band. Das war mein Stil, aber ganz staubig. 2. Dezember 948. Mein Vorgänger hat großartige Vorarbeit geleistet. Er muss lange Zeit hier gelebt haben. Vorbereitung auf Subjekt X Ankunft heute habe ich mich mit der Implementierung eines automatischen Sicherheitssystems begonnen. Ende der Aufzeichnung. Ja, dieses System haben wir schon kennengelernt. Die Kammer ist leer. Hey, darin ist etwas. Ein Stern. Diese Kammer ist leer. Diese Kammer ist leer. 5 von 5 Steuerelementen aktiviert. Notgenerator activated. Ja, das Licht ist wieder an. Alarmstufe ist jetzt 0. Sicherheitsmaßnahmen wurden deaktiviert. Endlich! Dieses chaotische Gekämpfe ging mir langsam auf die Nerven. Was ist mit euch, Long? Ja. Genau, das ist das Problem, wenn man sich mit der Vergangenheit befasst. Man weiß nie, wie veraltet diese Systeme sind. Und da geht die Tür wahrscheinlich auf. Jawohl. Okay. Wenn das Sicherheitssystem deaktiviert ist, dann können wir doch sicher auch jetzt die Truhe da unten holen, oder? Die lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Deswegen gehen wir nochmal zurück. Oh yeah. Hört auf das Geld und die Leben. Ich will die Kiste. Yeah. Gefunden, Reno. Ihr habt jetzt 7 von 61 Karten. Oh mein Gott. Stimmt, die Karten. So viele zu sammeln. Ich habe, glaube ich, auch schon wahrscheinlich die Hälfte der Karten irgendwie übersehen oder sowas. Aber dem Spiel, es ist toll, es macht Spaß, es ist super niedlich gestaltet. Dann noch eines der richtig geilen Spiele, so von schmalen Groschen, aber auch mit Liebe gestaltet. Aber zu 100%, glaube ich, werde ich dieses Spiel nicht durchspielen. Irgendwie nee. Okay, schon 3 Jahre alt, hilft jetzt schon gerne ab und zu seinem Papa aus. Gab es in Secret of Mana nicht auch irgendwelche leeren Behälter und sowas? Das ist Secret of Evermore und mit so Schriften an der Wand. Ich glaube, das ist eine Anlehnung daran. Zurück verweigert. Sicherheitsstufe 5 aktiviert. Okay. Zugriffsanfrage für einen eingeschränkten Bereich. 1 wird verifiziert. Turing-Test wird initialisiert. Wir müssen jetzt Pong spielen. Okay. Ich liebe Pong. Das ist der beste Spieler aller Zeiten. Ah. Oh mein Gott, jetzt habe ich ihn geflaggt. Na komm. Ah. Ach, verdammt. Okay. Ich habe als Kind, glaube ich, Pong gesuchtet wie Schwein. Beziehungsweise so eine Art Pong-Klon. Das war nicht das Original, glaube ich.
War ja aber auch egal. Es ist ein Punkt, der hin und her geworfen wird. Man muss ihn quasi zurückschießen. Pong entstammt der Idee, glaube ich, von Tennis. Pong. Ihr gewinnt. Das ist auch nicht schwer. Menschliche Intelligenz festgestellt. Okay. Cool. War hier noch was? Nö, das ist ein kaputtes Gitter, das war's. Dieses Behältnis ist kaputt, vielleicht ist das, was du darin war, herausgefallen. Hier gibt es nur leere Behälter. Irgendwas Volles existiert hier nicht. Hm. Da muss ich wohl rüber, glaube ich. Geht nicht anders. Oh, eine neue Einheit. Der Dude in der Mitte. Das Gitter scheint unter Strom zu stehen. Das könnte gefährlich werden. Wir sollten verhindern. Oder besser gesagt, das sollen wir verhindern. Nee, wie sollen wir verhindern, dass wir durch den Stromschlag umkommen? Wir werden wohl abwarten müssen, bis die Energie nach ist, bevor wir auftreten können. Genau. Das heißt jetzt, wir müssen quasi abwarten. Nicht angreifen. Aber Magie können wir weiterhin zaubern. Ja, wir müssen immer sehen, wenn ein kurzer Strom Stoß kommt, können wir nicht drauf. Aber so können wir drauf. Und das sind eh Fernangriffe, das geht. Geschafft. Viech XP und 3. Gut. Klonk, klonk. Zugriffsanfrage vor eingeschränktem Bereich. 2 wird verifiziert. Turing-Test wird initialisiert. Ah, Snake. Sun. Plopp. Ah, das ist halt so geil in diesem Labor hier. Diese Anspielung halt auf ganzen alten Spiele. Ist schon sehr smart gemacht. Ja, bloß aufpassen, nicht in den Schwanz beißen. Hm. Okay. Ups. Menschliche Intelligenz konnte nicht bestätigt werden. Okay. Gibt's aber bestimmt eine Idealroute. Ich weiß den nur nicht. Das wird relativ schlecht jetzt ausgehen. Jetzt habe ich schon verpasst. Habe ich mich selbst gegessen. Na schön, nochmal. Okay. So. Das ist halt so ein Spiel, das verdient nicht schlimm. Es macht immer wieder neu Spaß. Und weil man das eine gute Lernkurve des Spiels. Das fand ich ja damals so geil auf dem Handy, ne? Dass du dann einfach immer weiter gewachsen bist und musstest dann halt dementsprechend die Punkte einsammeln. So, jetzt beim letzten. Passe. Ah ja, das ist easy.
einfach drauf zu. Tada! Ihr gewinnt. Menschliche Intelligenz festgestellt. Bong. Sehr, 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 sehr geil. Achso, ich komme da auf der anderen Seite wahrscheinlich raus, deswegen. Okay. Dann geht es hier weiter. Zack, zack, zack. Erstmal hier looten. Ja, es ist voll fies. Ich muss halt auf die Gitter drauf, geht ja nicht anders. Erzwungener Kampf nennt sich das hier. So, jetzt braucht Fina gleich mal ein Heal. Ja, sie ist ja eh gleich dran. Gut, einer noch. Den kriegen wir auch so. Jawohl. Ah, wahrscheinlich ist es nur noch ein Fitzel, oder? Stufe 20. Zugangsanfrage für eingeschränkten Bereich 3 wird verifiziert. Turing-Test wird durchgeführt. Space Invaders, geil. Yo, gib mir. Ah, scheiße. Okay. The Invaders. Ah. In Space Invaders war ich nie gut. Aber als das Spiel rauskam, war ich eh noch zu jung. Da war ich noch Quark. Man muss ja erstmal die erste Reihe fertig machen, dann die zweite und dann die dritte und so weiter und so fort. Damit es zeitlich halt passt. Weil die werden immer schneller. Genau. So, eigentlich ist das Klügste anzufangen von hier aus. Weil der Panzer, den man hat, der ist super langsam und die Aliens sind schnell. Hä? Egal. Das muss ich noch machen, bevor ich die Folge beende, beziehungsweise durch die Tür komme. Es bringt halt auch nichts, eine Reihe zu machen und dann die andere halt nicht. Nein, einer hat's geschafft. Der eine Überlebende. Na schön. Ihr wollt es nicht anders. Ihr wollt es nicht anders. Es ist auch, glaube ich, auch der letzte Test. Komm schon. Ah! Okay, letzte Runde, weil dann mache ich das Spiel jetzt hier und dann gewinne ich das und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder, wenn ich die Tür offen habe und wir durchgegangen sind. Es ist gerade ein bisschen nervenaufreibend, das Ganze hier. Wie gesagt, ich bin super schlecht in Space Invaders. Na schön. Gut, wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Ich werde dieses Spiel besiegen und ich danke euch schon mal sehr fürs Zusehen und hoffe, ihr seht mir nach, dass ich in Space Invaders nicht so gut bin wie in Pong. Also, wenn ihr was zu sagen habt, gerne in die Kommentare damit und dann werde ich mir jetzt durchlesen und antworten. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wieder bei
Evolent 2. Bis dann.